Schon die erste Generation vom Duster wäre ein Succes, und das durch eine Kombination aus einem robusten 4x4. Auf für die Zeit den Trumpf von Dacia, der faire Preis. Diesen SUV hat viele Menschen nur gesprochen, für allem die, denen die modernen Autos zu viel Technik angeboten haben. Aber wie für die Russen gesagt, auch der Preis am Ehren hatten. Die zweite Generation vom Dacia Duster geht auch nur mit mehr einem technischen Equipment angeboten. Ein Equipment, das sie bis jetzt noch nicht bei Dacia erkannt haben. An anderen Werten, und als viel mehr modern gehen. Trotzdem wirkt ein Design aber nicht unbekannt und hat Duster gerne beibehalten. Für und allem weisen die Hinterschluchten einen deutlichen Unterschied zu seinem Vorgänger, während die fischte Fass mit seiner LED-Signatur eine flott verschaffte Weiterentwicklung darstellt. Von der Seite geguckt streckt sich das Design auch viel mehr optisch, wobei den Innenbodenschutz an der Alu-Optik ein bisschen sportliche Flair erfährt. Denn das da präsentiert sich auch mehr kräftig, mehr breit und ein bisschen mehr zu offensiven zu. Auch zu der großen Überraschung, dass ihr das da weißt, den Interieur von einer ganz neuen Seite. Ich hatte Gefühl, dass heute Designer einmal hier eigene Ideen konnten bringen und nicht nehmen, so billig wie möglich um zu schaffen. Auch wie bei all SUV bieten das da eine hohe und gut gepolsterte Sitzposition an. Chauffeur und Beifahrer brauchen sich nicht über Toffer und Platz zu bekloen, so wie auch an dran genug Platz für Kap und Knie besteht. Die gut konfigurierte Mall mit seinen bis zu 1600 Liter Ladevolumen geht auch all Ausspruch gerecht. Ob sonst aber nach viel harter Plastik verschafft gauf, stehst den Interieur aber nicht auf. Besonders gelungen als Mittelkonsole, die mit seinen flotte positionierten Drehrädern für verschiedene Funktionen parat steht. Die sämtlichen Instrumente an den Infotainment, dem Touchscreen, breiten dem Chauffeur auch kein Problem. An den anderen gehen auch nach Ungebäuden, Dunkelscheiben handeln, ein Abhackhilf, eine Kamera für Handrechts zu fahren, ein modernes Klimaanlage, Radio-Navigationssystem, ein Tempomat mit Vitesse-Begrenzer und ein verstellbarer Soft-Touch-Follow. Wenn der Trustikalt von seinem Viergänger auch noch nicht komplett verschwunden ist, als der Pegel vom Geräusch spannend dran weit aufgefallen. Einzige Nudel als sei die Komödie von der Boîte à Motto, die als 4x4 zumal bei Autobahnsvitessen aufgeht. Und einfach an diesem Zeitalter von den Hightech-Autos verfeiert diesen Dacia Duster durch seine normale Ausstrahlung Bassen wie Bannen. Den 1,2 Liter Vierzylinder Downsizing-Motor, den wir nicht im Kapolein hatten, sorgt für genug Leistung am Drehmoment. Diesen TCE 125 hat eine Leistung von 125 PS und liefert bei 2300 Umdrehungen an der Minute ein maximal Drehmoment von 205 Newtonmeter. 11 Sekunden vergehen, bis der Duster von 0 auf 100 km/h kommt und sein maximal Vitesse liegt bei 179 km/h. Die 6-Gang-Normal-Boîte, die man durch Bord fährt, schafft gut und präzise. Frieda war hier noch einem guten Gasstoß. Ich finde aber, dass die Kurzübersetzung von den ersten drei Gängen zwar ein bisschen typisch ist für eine 4x4, aber einerseits für eine konsequente Beschleunigung sorgt. Das Vorverhalten ist für Megu gut equilibriert, mit einer Dynamik von der Kehle. Und trotz dem 4x4 liefert den Duster hier gerne ein Feeling von Aventur. Mit seinem 4x4-Undriff erreichen seine Grenzen ganz frei und gut dem Chauffeur dadurch zu spüren. Seine Steuerung könnte eng Spur mit direkt sein, gefällt aber durch seine Lichtigkeit. Hinter dem Volant invitiert den Duster auch Echter zum gemütlichen Fahren, wird ihm auch schon Suspension und Federung vermittelt. Mit seinen 20 cm vom Boden weg, seinem Lock-Modus vom 4x4 und seinem Hilfe am Bierjof fahren, bleibt denn das da aber noch immer mehr komfortabel Gefühl wie verspielt in der SUV. Der Spritverbrauch, der bei meiner Vorweis um die 8 Liter Luft, könnte auch ein bisschen dadurch, dass er bei flinkem Fahren das Gaspedal deutlich mehr stark aufdrücken muss. Neben den vielen optisch leicht verwechselbaren SUVs stecht den Dacia Duster zenter seinem Debüt im Marché mit seinem eheständigen Designer 4.
Der Low-Cost-Logo, den dem Dacia schon von jeher abhängt, ist verschwunden. An diesem kompakten SUV sticht Orlo durch den praktischen Alltag-Auto raus und am Plus für den Preis brauche ich noch immer keine Angst zu haben.